Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch echte K-Beauty. Und zwar habe ich von Mary & May ein paar Produkte zugeschickt bekommen, die perfekt für meine trockene, sensible Haut geeignet sein sollen. Also, wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen zu erfahren, was das so ist und welche Inhaltsstoffe so drin sind und was ich so nach 2 Wochen Anwendung dazu sagen kann, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich war unglaublich glücklich, als Mary & May auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob wir eine Kooperation zusammen machen wollen. Denn ich hatte euch letztens auch mal gefragt, welche Produkte oder was so im Bereich Skincare euch interessieren würde. Und da hatten auch super viele mir geschrieben, dass es ganz interessant wäre, wenn ich mich mal wieder etwas mehr so Richtung K-Beauty bewegen könnte und da mal wieder schauen könnte, was es so gibt und da das ein oder andere für euch testen könnte. Ja, da sind wir hier. Und was ich auch ganz, ganz geil finde, du findest die Produkte bei YesStyle. Also das ist ja auch ein Online-Shop, wo wir alle wahrscheinlich auch schon bestellt haben, wenn wir Skincare begeistert sind. Und deswegen, ich kann euch das alles in der Infobox verlinken. Wir haben hier Produkte, die durch die Bank weg tierversuchsfrei sind. Und wir haben Clean Beauty. Das heißt, du hast eine ganz tolle Transparenz in Bezug auf die Inhaltsstoffe. Hier ist teilweise wirklich in Prozenten ausgedrückt, wie viel von was so drin ist, was ich echt cool finde. Und so, hallo, das war der Raumerfrischer. Ja, ich werde jetzt erstmal mein Gesicht reinigen und dafür, das ist ja der erste Schritt von Hautpflege, ne, verwende ich hier von Mary & May Believe in Truth Vegan Low pH Hyaluronic Gel Cleanser. Das ist dieser hier. Und wir haben hier wirklich eine tolle, sehr, sehr milde und angenehme Sache. So, dafür mache ich jetzt erstmal mein Gesicht nass. Und dann verwende ich hier das Produkt. Ich nehme mir einfach immer jeden Morgen so ein bisschen was raus. Und du kannst es auch abends nehmen, wenn du das Double Cleansing machst, ne? Kannst du super toll dafür verwenden. Und es reicht wirklich eine kleine Menge. Das emulgiere ich dann kurz zwischen meinen Fingern auf und gebe es dann auf mein Gesicht. Und wir haben hier, wie ja schon draußen dran steht, Hyaluronsäure drin. Also das ist feuchtigkeitsspendend. Einen niedrigen pH-Wert, der dafür da ist, dass die Hautbarriere gestärkt wird. Und Traubenextrakt. Und die Traube wird uns auch noch das ein oder andere Mal hier bei der Morgenroutine über den Weg laufen. Ja, das ist mild, reinigt effizient, kannst du so nicht drum meckern. Dann nehme ich mir hier einfach mein Pad, um einmal das Produkt grob abzunehmen. Und dann gehe ich nochmal mit lauwarmem Wasser drüber. Und wir haben in den ganzen Produkten nur Sachen drin, die da auch wirklich reingehören. Also nur unbedenkliche Inhaltsstoffe, nichts, was da nicht reingehört. Ich habe euch hier hingeschrieben, was da genau gemeint ist. Ne? Also kein Rampampam nenne ich das ja immer so nett. Also so viel reden am frühen Morgen, es ist jetzt gerade kurz nach 6, ist echt eine Sache für sich, um ehrlich zu sein. Aber hey, wir schaffen das. So, jetzt nehme ich mir einfach ein Handtuch, dafür habe ich immer extra ein Gesichtshandtuch und trockne mein Gesicht vorsichtig ab. Das ist halt wichtig für meine trockene, sensible Haut, ne? Und die Stabilität der Inhaltsstoffe ist übrigens auch zu 100% klinisch bestätigt. Auch das ist Mary & May sehr, sehr wichtig und ja, ist auch erwähnenswert, ne? Also ich sage immer, tue Gutes und rede drüber. Weil ich kannte die Marke jetzt im Vorfeld nicht und fand es einfach super sympathisch, wie die auch auf mich zugekommen sind. Ich kann euch das auch mal kurz zeigen. Ich habe hier diese Umverpackung auch noch einfach aufbewahrt, um euch das zu zeigen. Das sieht mega schön aus und es sieht auch wirklich alles so natürlich aus. Und das spiegelt auch tatsächlich den Vibe von Mary & May wieder. Ne? So, und die Verpackungen sind umweltfreundlich aus Recyclingpapier. Und ich meine gelesen zu haben, dass das sogar mit Sojatinte bedruckt ist, was ich sehr fancy finde. Hallo. Und ja. Hier haben wir dann einmal das ganze Konvolut, wie es angekommen ist, als ich das bekommen habe. Aber die Produkte sind hier gar nicht mehr drin. Genau, sieht aber wirklich cool aus, finde ich persönlich, oder? Definitiv ein PR-Paket, was in Erinnerung geblieben ist, ne? Believe in Truth, also das, ja, passt. Next Step, der nächste Step ist die Essenz. Und das, ihr seht es hier auch einfach, ne? Ich habe schon 2 Wochen in Anwendung. Das muss man halt vorher schütteln, weil das sind hier auch 2 Phasen. Und hier haben wir auch unsere Brombeere am Start. Die wird uns gleich noch ein paar Mal mehr über die Füße laufen. Und das ist ein veganer Komplex und es ist eine Cream Essenz, die uns Jugendlichkeit und Glow schenken soll. Und ja, das ist hier aus Glas, was ich auch echt schön finde. Also sehr hochwertig das Ganze, aber trotzdem halt zu einem ziemlich erschwinglichen Preis. Und das kannst du dir einfach in die Handinnenfläche geben oder auf ein Pad, je nachdem, wie du das halt lieber magst. Und die Konsistenz ist so milchig, ne? Das sieht man, glaube ich, ganz gut. Super angenehm, super hautberuhigend. Und da, wie gesagt, ist das Brombeerextrakt drin. Blaues Lotuswasser haben wir mit am Start. Jojobaöl.
Und dann halt meine geliebten Ceramide, die meine Hautbarriere stärken. Das kann ich immer sehr gut gebrauchen. Und in den Produkten, die ich hier auch habe, sind meistens auch verschiedene Arten von Ceramiden drin enthalten. Und allein durch diesen Toner, diese Essenz, habe ich dann auch noch mit dem Centella Asiatica und, ne, dass der Tigergras ist und dem Feigenextrakt und so, schon direkt so eine schöne Pflege. Also das hat Feuchtigkeit gespendet. Ich habe wirklich gerade so ein Handylicht direkt auf meiner Haut, dass ihr dann auch meine Haut wirklich seht, ne? Und das ist wirklich ein angenehmes Hautgefühl, was hinterlassen wird. Wir haben auch diesen Slow-Aging-Effekt, von dem ja immer alle reden. Ich gebe mir das auch ein bisschen auf den Hals. Das kann man halt auch sehr gut gerade gebrauchen. Denn auch der Hals wirft irgendwann mal Falten und das wollen wir nicht. Und da das halt auch parfümfrei ist, beruhigt es nochmal umso mehr. Also ich finde es super angenehm und freue mich gerade sehr, dass ich auch jetzt heute Morgen so ein tief ausgeschnittenes Irgendwas angezogen habe, damit man hier auch schön tief die Pflege auftragen kann. Und ja, sehr angenehmes Produkt, sehr angenehmes Hautgefühl und ihr seht auch diesen Glow, diese Feuchtigkeit, ne, die jetzt auch in der Haut drin ist. Und ihr seht auch, wie sensibel meine Haut ist und sie ist jetzt auch gerade übersensibel, weil ich nicht nur gerade meine generelle trockene, sensible Haut habe, sondern ich habe auch noch meine Erdbeerwoche, läuft bei mir. Also so richtig reingehauen. Und wenn ich das eben richtig gesehen habe, bekommt ihr auch aktuell genau dieses Komplett-Set, also wenn ihr die Produkte halt in den Warenkorb legt bei YesStyle, ne, durch diese ganzen Cyber-Geschichten für unter 100 Euro. Und das finde ich eigentlich für diese Produkte günstig, weil du eine richtig gute Qualität hast. Ich weiß nicht, ob ich auch einen aktuellen Code bei YesStyle habe, dann blende ich euch den selbstverständlich ein. Müsst ihr mal nachschauen. Das war, glaube ich, mal Claudis Welt, ne? Ob ihr da vielleicht auch noch ein paar Prozente sparen könnt oder ob halt gerade generell durch diese Cyber Week alles sehr, sehr günstig ist. Ich glaube, 30% Rabatt war da gerade drauf. Mega. Okay, also ich habe jetzt hier das nächste. Das ist, das ist auch interessant. Mit Ide Benone. Das musste ich mir auch erstmal durchlesen, was das genau bedeutet. Das ist ein ganz, ganz geiler Inhaltsstoff, der noch krasser ist als Vitamin C und als das Coenzym Q10. Weil das noch krasser antioxidativ gegen diese ganzen freien Radikalen und so, also gegen diese ganzen äußeren Umwelteinflüsse wirkt. Und ich finde es einfach spannend, das wisst ihr von mir, dass ich halt mich immer mehr mit Inhaltsstoffen von Skincare beschäftigen kann. Ne? Genau, und auch hier haben wir bei dieser Pipette einen Glasflakon und hier sehen wir dann auch einfach mal die Konsistenz. Die ist auch ein bisschen flüssiger, ne? Aber auch super angenehm. Zieht super schnell ein, aber nicht zu schnell. Also sie hinterlässt halt trotzdem noch ordentlich Feuchtigkeit. Und ich gebe mir tatsächlich pro Seite eine ganze Pipette auf, weil, ja, ich bin da halt sehr bedürftig, beziehungsweise meine Haut. Und auch dieses Produkt ist parfümfrei und das verteile ich mir jetzt ganz sanft mit meinen Fingern. Also ich reibe nicht doll, weil, wie gesagt, sensible Haut möchte auch sensibel behandelt werden. Und verteile mir das ganz, ganz leicht. Und ich merke einfach, jetzt durch die zwei Wochen, wo ich das auch jeden Morgen verwendet habe, dass ich wirklich dadurch ein genährteres Hautbild bekommen habe. Also durch die ganze Routine, dass meine Haut beruhigter ist, ausgeglichener ist. Und ich mag es definitiv. Und ich freue mich auch drauf, das weiter verwenden zu können, zu dürfen. Und euch dann natürlich auch mein komplett Resultat im aufgebrauchten Video geben zu können, sobald die Produkte komplett leer sind. Weil so richtig krasse Resultate sieht man bei Skincare ja immer erst ein paar Wochen später. Aber ich habe ja schon zwei Wochen davon in Anwendung. Und Feuchtigkeit siehst du ja immer relativ schnell. Gerade bei meiner sehr trockenen Haut sieht man, wie sie die Produkte wie einen Schwamm aufsaugt. Und ich finde, das sieht einfach gut aus, ne? Ja, ich habe Mr. Freeze, läuft. Ich habe Rötung, läuft. Sommersprossen, Augenringe. Es ist kurz nach sechs, Leute. Und finde ich tatsächlich wundervoll. Und auch bei der dazu passenden Creme haben wir unsere Freunde, die Ide Benone und das Brombeerextrakt mit dabei. Und hier steht es auch sogar drauf, das meinte ich hier nämlich mit diesem Clean Beauty, wir sind total transparent. 63% von diesem Brombeerextrakt und Ceramide sind am Start. Dann hast du auch noch das ganze duftstofffrei und diese Ide Benone sind mit 500 ppm unterwegs. Das ist immer sehr wichtig, dass man halt auch irgendwie ein Stück weit weiß, wie hoch die konzentriert sind. Hier seht ihr, wie die Konsistenz der Creme ist. Das sieht sehr interessant aus. Ich dachte erst, okay, sieht ein bisschen sehr gelb aus. Nicht, dass es auf dem Gesicht gelb wird, nie. Und die ist auch, also einerseits ist die total reichhaltig. Oh, jetzt habe ich die Augencreme vergessen. Wir machen das jetzt so rum. Okay, ist dann Menso. Einerseits ist die total reichhaltig, aber gleichzeitig zieht die wirklich gut ein.
Und auch hier wieder ein Glastiegel, ne? Auch in diesem braunen Glas, sodass halt die Inhaltsstoffe geschützt werden und stabil bleiben, was ich total super finde. Und die verteile ich mir jetzt auch wieder mit meinen Fingern. Und auch hier wieder eine ganz tolle Konsistenz, sehr seidig, überhaupt nicht krümelig oder sonst was. Und wir haben in dieser Creme halt auch noch schöne Ceramide drin, die ja für diese Hautbarrierestärkung verantwortlich sind. Und Niacinamide, die ja mein Hautbild dann entsprechend angleichen. Denn ich habe relativ viele Pigmentverschiebungen, Verfärbungen. Ich habe natürlich auch Sommersprossen. Natürlich ist gut, ich habe Sommersprossen, weil ich eine sehr, sehr helle Haut habe. Und den ein oder anderen roten Punkt findet man bei mir immer. Und mit Niacinamiden kann man immer so ein bisschen das Hautbild ruhiger aussehen lassen. Na, ich glaube, auch hier nehme ich mir noch ein bisschen mehr was für meinen Hals und Dekolleté. So eine schöne, samtige oder eher seidige Konsistenz. Nicht, hier würde ich eher seidig sagen. Samtig wäre ja, wenn das so flauschig wäre. Wow, eine flauschige Creme. Da kommen wir gleich zu. Ja, und dieser Glow, ne? Sieht alles so schön genährt und gepflegt aus. Genau so möchte ich meine Haut sehen. Das ist extrem wichtig. Und jetzt verwende ich eine Augencreme. Leute, das ist eine Oschiene. Wow, 30 Milliliter sind hier, glaube ich, drin. Das ist der Wahnsinn. Ja, einfach mal 30 Milliliter von der Augencreme. Der Wahnsinn in Tüten oder eher in einer Tube. Hier haben wir etwas ganz Cooles drin. Die Tranexamic Acid, also die Tranexamsäure. Die wirkt zusammen mit den Niacinamiden halt auch wieder so aufhellend. Ne? Das ist super gegen Augenschatten zum Beispiel. Und da gebe ich mir wirklich, ich gucke mir das jetzt im Display gerade an, nur ein ganz kleines bisschen unter meine Augen. Also diese Creme, die wird mir ewig und 3 Tage reichen. Ne? Das ist der Wahnsinn. Und dann haben wir auch noch dieses Antioxidant Glutathion oder wie das heißt. Das ist halt auch wirklich gegen diese freien Radikale, gegen äußere Umwelteinflüsse. Und die beiden oder die 3 in Kombi sind halt wirklich für eine gute Hautbarriere dann da. Und das arbeitet man sich dann wirklich super sanft. Einfach mit seinen Fingern ein, nicht reiben, nicht drücken. Und immer lieb zur Haut sein. Ne? Lieb deine Haut, das ist so wichtig. So, und dann wird auch schön die Kollagenbildung angeregt und ich strahle so vor mich hin. Damit das Ganze aber auch wirklich schön so bleiben kann, darf, will, wie auch immer, ist es wichtig, auch im Winter, Leute, Lichtschutzfaktor zu verwenden. Ne? Das kann ich nicht oft genug sagen, auch wenn man nur mal eben kurz rausgeht oder nur ein bisschen draußen ist, nur ein bisschen mit dem Hund Gassi geht, ist es wichtig, sich Lichtschutzfaktor aufzutragen. Ich trage mir den jetzt auch schon auf, müsste den aber tatsächlich auch alle 2 bis 3 Stunden erneuern. Das ist bei Lichtschutzfaktor halt einfach so. Und hier gibt es dieses Produkt. Das ist so ein ganz cooles Teil. Mary and May Vegan Peptide Bakuchiol Sunstick mit Lichtschutzfaktor 50+ und diesem PA++. Super hochwertiges und tolles Produkt, wonach ich immer super meine Foundation auch auftragen konnte. Das war so geil. Ich meine, wenn ich jetzt mal komplett runterdrehe, dann seht ihr auch schon, wie viel ich aufgebraucht habe, ne? Lichtschutzfaktor ist wichtig. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und hier ist halt auch total cool, nicht nur die Inhaltsstoffe, über die wir gleich reden, sondern das Finish. Also ich reibe mir den halt so drüber. Ganz am Anfang musste man das erst ein bisschen erwärmen, dass der Sunstick weiß, dass er auch Produkt abgeben soll. Und dadurch habe ich dann ja quasi dann auch schon direkt eine recht glatte Oberfläche und so geschaffen, indem ich da ein paar Mal über die Haut gegangen bin. Naja, auf jeden Fall mittlerweile ist es super easy. Ich muss halt nur mit dem Stick überall so rangehen, rumgehen und mir das Produkt auftragen. Und ja, da haben wir dann nämlich auch noch ein talgabsorbierendes Puder ist da auch mit dabei. Und wie ja schon eben der Name sagte, ne, hier ist auch Bakuchiol drin. Das hat eine starke Anti-Aging-Wirkung. Und das ist hautverträglicher als das Retinol, was wir zum Beispiel so kennen. Und ja, den gebe ich mir wirklich großzügig übers Gesicht. Der ist transparent, wie ihr ja auch sehen könnt. Und ja, Gesicht, Hals, Dekolleté, super wichtig. Alles, was irgendwie der Sonne ausgesetzt ist, wobei ich jetzt ja eigentlich bis hierhin so Jacke trage, wenn ich rausgehe, sollte man schon damit bearbeiten. Und er fühlt sich dann tatsächlich samtig an. Also es ist nicht glitschig, es ist wirklich eher pudrig, aber halt nicht unangenehm. Es ist so ein cooles Lichtschutzfaktorprodukt, muss ich wirklich sagen, was nicht krümelt, was keine Würstchen macht, was sich super mit Foundation verträgt, also 1A. Und dann haben wir hier auch noch Peptide drin, die fördern die Kollagenbildung und dieses Tocopherol, oder? Genau. Und das mildert feine Linien. Dafür ist es da. Also es ist wirklich halt nochmal nicht nur Lichtschutzfaktor, sondern es ist halt auch gleichzeitig noch Skincare, dass du halt wirklich gute Inhaltsstoffe drin hast, hochwertige Inhaltsstoffe, die auch alle aktiv unterwegs sind, um dein Gesicht halt einfach zu verbessern.
Und auch dieses Produkt ist parfümstofffrei. Und was hier auch noch mit drauf stand, beziehungsweise was ich gelesen habe, es ist rifffreundlich. Und das finde ich tatsächlich auch sehr freundlich. Ja, so, meine Skincare ist aufgetragen. Dann kann ich jetzt hier mein Witwe-Beutel-Ding mal entfernen. Das war ja auch über meinen Ohren, deswegen habe ich auch gar nicht so viel gehört. Läuft. Also, ich kann euch die Produkte auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Wenn ihr trockene, sensible Haut habt, schaut euch das super gerne einfach mal an. Ihr bekommt bei Yes-Time auch das ein oder andere Produkt aus dieser Reihe in einer etwas kleineren Größe, wenn ihr das erstmal so ausprobieren wollt, ne? Aber ich muss wirklich sagen, nach 2 Wochen bin ich wirklich begeistert. Und meine Kontaktperson, der liebe Jay, hatte mich gefragt, Claudi, would you tell me, do you love Mary and May after testing them for 2 weeks? And I have to say, Jay, yes, I love Mary and May and their products, which they sent to me, so thanks a lot. Also wirklich, wirklich cool. Vielen, vielen Dank, Mary and May, für die großartige Kooperation. Ich kann es euch empfehlen, K-Beauty wieder mal at its best, Leute. Ich fühle mich gepflegt, ich fühle mich wohl. Habt ihr die Marke schon mal ausprobiert? Schreibt es super gerne in die Kommentare, da können wir uns auch gerne mal austauschen. Und ja, auf jeden Fall eine Marke, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte und worüber ich mich jetzt mega freue, sie eben durch die Kooperation näher gebracht bekommen zu haben. Und vielleicht konnte ich sie euch auch ein Stück weit näher bringen. Schaut euch gerne mal um und ja, wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt. Dann wäre es das ja auch schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.